Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Alweb Bestwin. Wir sind hier als Schwarzmager, ich bin schon Level 70 inzwischen, aber mit Lalai machen wir die Level 65 Quest jetzt erstmal. Ja, sprechen wir sie an. Ah, Alweb, wie ist es dir inzwischen ergangen? Ich habe versucht, zu Chatotos Bewusstsein in mir durchzudringen, aber erwacht ist sie seit unserem letzten Treffen nicht mehr. Ich habe ihr erzählt, was sich inzwischen in unserer Welt alles ereignet hat und auch wir beide, du und ich, uns getroffen haben. Sie hat mir kein Zeichen gegeben, aber ich bin sicher, dass sie mich gehört hat. Ah, aber natürlich habe ich zuvor unsere Freunde von den wilden Stämmen kontaktiert, wie Sahir Nela es vorschlug. Und so habe ich etwas sehr Bedeutsames erfahren. Da Sam vom 269. Orden hat mir einen Brief zukommen lassen, dass auch er wild gewordene Golems gesichtet hat. Er wartet uns bei Geisterzoll. Willst du schon vorauslaufen? Ich benachrichtige Sayanela, dann können wir uns dort treffen. Na, dann geht's doch direkt nach Geisterzoll. Erwe, was für ein erfreuliches Wiedersehen. Und was muss ich hören? Der Geist der großen Shantotto ist in Lalais Körper geschlüpft? Es ist nicht zu glauben, in welch verwickelte Angelegenheiten wir immer hineingezogen werden, nicht wahr? Falsche Stimme. Ah, da seid ihr ja schon. Sayer Nela hat mich den ganzen Weg über zugeschwafelt, inwiefern die Schwarzmagie der Welt schadet und so weiter und so fort. Es tut mir sehr leid, aber ich empfinde es als meine Pflicht, dich über die Risiken aufzuklären, derer du dir selbst offenbar gar nicht im Klaren bist. Wie dem auch sei, nun haben wir Dringenderes zu besprechen. Hol Chatotto hervor, damit wir anfangen können. Hol sie hervor? Nein, hierfür brauchen wir Chatotto nicht zu beanspruchen. Immerhin sagte sie, dass es meinem Körper schadet, wenn sie ihn zu lange kontrolliert. Das will ich mal lieber nicht zu oft wiederholen. Ist ja gut, Lalai. Alles in Ordnung. Seid gegrüßt und vielen Dank für eure Hilfe. Dasa nehme ich an. Bitte schildere uns die Lage. Chatotto, wir haben in Schlingwald Golems gesehen, die sich seltsam gebaren. Sie sehen genauso aus wie auf den Skizzen in einem Folianten, den Dagu uns hinterlassen hat. Demnach müsste es sich um Macher-Golems handeln. Macher-Golems? Aber gerade die sollten doch gegen den Einfluss des Kometen unempfindlich sein. Ich habe damals selbst noch verfügt, dass allen dort mit Kometsplittern erschaffenen Wesen ein Seelenschild eingebaut werden soll. Offenbar haben eure Magier sich nicht an deine weisen Worte gehalten. Und als der Krieg der Magier ausbrach, haben sie bestimmt andere Sorgen, als sich an eine jahrhundertealte Empfehlung zu halten. Nicht sehr klug, aber das war ja nicht die einzige Dummheit, die dein Volk in diesem Krieg beging. Aber wichtig ist jetzt nicht, wer damals so fahrlässig war, sondern wie wir das Versäumnis ausbügeln. Chatotto, kannst du die Golems zerstören? Zerstören? Es hat dich große Überwindung gekostet, dieses Wort auszusprechen, nicht wahr? Es stimmt mich traurig, aber ich muss gestehen, dass du deine Vorwürfe zurechthegst. Kukuruka hat mir bereits damals von den furchtbaren Grausamkeiten erzählt, die Macht nach meinem Tod beging. Es darf mich wirklich nicht verwundern, dass du mich verurteilst. Wenn man bedenkt, was auch heute von Macht bekannt ist, was euch heute von Macht bekannt ist, die Geschichte zeichnet ein schreckliches Bild von meinem Volk. Doch ich sage dir eins, ich habe die Schwarzmagie zum Schutz Machs geschaffen, nicht um die Welt zu unterjochen oder gar zu zerstören. Was meine Landsleute nach meinem Tod verbrochen haben, war niemals meine Absicht und ich möchte mich ausdrücklich davon distanzieren. Das beruhigt mich zu hören. Dazu dir auf jeden Fall vielen Dank für deine Nachricht. Um die Golems im Schlingwald werden wir uns kümmern. Also dann.
Ich werde auch wieder zurückkehren. Hoffentlich glaubt Sayanela irgendwann, dass die Schwarzmagie nichts Böses ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Sayanela überzeugen konnte. Er wirkt noch immer äußerst misstrauisch. Dabei würde ich ihn gern wirklich auf unserer Seite wissen. Er weiß nicht, er hat eben Angst um Lalai. Nee, er weiß nicht, wie er damit mit dir umgehen soll. Tja, ich bin ein über zwei Jahrtausende alter Geist, der den Machern das Mittel zu den vermutlich größten Verbrechen der Geschichte lieferte. Und jetzt den Körper seiner Kameradin in Besitz genommen hat. Kein Wunder also, oder? Vielleicht sollte ich mich einmal ehrlich mit ihm aussprechen. Schließlich müssen wir doch miteinander auskommen, bis all dies ausgestanden ist. Und die Feindseligkeit, die mir von ihm entgegenschlägt, bekommt auch Lalai zu spüren, in deren Körper ich ja bin. Aber jetzt müssen wir uns zuerst um die Golems kümmern. Im Schlingenwald. War es. Wo Dazar sie gesichtet hat, dann also dorthin. Also dorthin. Als ich noch lebte, war diese Gegend nicht so vermoort. Aber wir haben keine Zeit, in der Vergangenheit zu weilen. Ich spüre starke Ätherwellen hier in der Umgebung. Lass uns ausschwärmen und nach den Golems Ausschau halten. Ich bleibe bei Shatoto, wenn es dir recht ist. Übernimm du bitte den südöstlichen Schlingenwald und wenn wir unser jeweiliges Gebiet gesichert haben, treffen wir uns wieder. So, wo muss ich jetzt hin? Hä? Ach, dahin, okay. Nein. Da, so. Klickt. Und wir sind am Zielort. Hier scheinen keine Golems zu sein. Triff dich im Südwesten des Schlingwalds mit Shatoto und Sayanela. Okay. Dann machen wir das direkt. Ah, da ist was. Ah ja, okay, da ist ein Golem. Okay. Ich muss sagen, ich habe die Kraft eines Golems unterschätzt. Dich habe ich so oft gewarnt und jetzt unterliege ich selbst. Eine schöne Blamage. Ich muss besser auf diesen Körper aufpassen. Schließlich gehört er mir nicht. Vielen Dank, Sayanela. Wenn du mich nicht unermüdlich geheilt hättest, wäre Lalai dem Tod geweiht gewesen. Ich habe zu danken. Wenn du den Golem nicht mit so mächtigen Attacken in Schach gehalten hättest, wäre niemand mehr da gewesen, um dich zu heilen. Und ich muss mich entschuldigen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich während des Kampfes immer wieder zu dir hinübergeschielt, ob du auch wirklich mit vollem Einsatz kämpfst. Aber das hast du. Du hast den Golem von mir ferngehalten, obwohl ich dir nichts als Misstrauen entgegengebracht habe. Du bist eine vorbildliche, aufrechte Magierin. Das weiß ich jetzt. Vielen Dank, Saya. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber weißt du, du brauchst dich nicht gezwungen zu fühlen, nett zu mir zu sein. Ich meine, nur weil ich den Körper von einem Mädchen in meiner Gewalt habe, das dir unersetzlich ist. Wovon redest du da, unersetzlich? Na, allein meine ich.
Es ist doch ganz offensichtlich, du strebst eine Vereinigung von heilender und zerstörender Kräfte an. Die beiden Mächte, die ihr jeweils repräsentiert. Und da darfst du Lalei natürlich nicht verlieren. Oh, ja, das meinst du. Die Kraft der Heilung und Zerstörung. Das stimmt. Aber unersetzlich? Das ist wohl etwas übertrieben. Das heißt, natürlich ist mir Lalei nicht unwichtig, auf gar keinen Fall. Genauso wie ich Elwip nicht entbehren möchte. Auf jeden Fall wollte ich mich für meine ablehnende Haltung dir gegenüber entschuldigen. Wir müssen das Unheil gemeinsam abwehren, das uns droht. Ja, ich muss mich jetzt erstmal erholen. Übrigens, kann Lalei hören, was um sie herum gesprochen wird, wenn du ihr Bewusstsein übernommen hast? Also zum Beispiel unser Gespräch von eben? Nein, ihr eigenes Bewusstsein kann nicht gleichzeitig wach sein. Ich könnte ihr aber natürlich alles erzählen, wenn sie wieder aufwacht. Warum? Nein, mach dir keine Umstände. Das ist schon in Ordnung so. War nur so ein Gedanke. Also ich bleib dann mal weg. Ich bin dann mal weg. Hm? Seltsam, seltsam. Komm, lass uns nach Ulda zurückkehren. Ich stoße allmählich an die Grenze meiner Kraft. Also gut, zurück nach Ulda. Ich danke dir vielmals, Elwib. Chatoto hat sich wieder tief in meine Seele zurückgezogen. Zuvor hat sie mir noch eindringlich gesagt, dass wir ab jetzt die Initiative ergreifen sollen. Wir dürfen nicht mehr nur auf Berichte von wild gewordenen Golems warten. Wir müssen durchs Land streifen und nach ihnen suchen. Übrigens, was Zaya betrifft, er war doch nicht wieder grob zu Chantoto und hat ihre Schwarzmagie in den Schmutz gezogen. Nein, er hat sich mit Chantoto versöhnt. Naltal sei Dank. Ich habe es nämlich satt, mich vor Chantoto für ihn zu schämen. Gut, dass er ihre überragende Größe nun eingesehen hat. Na, wie auch immer. Falls er noch einmal etwas Unhöfliches von sich gibt, will ich es sofort wissen, klar? Und vernachlässige deine schwarzmagischen Übungen nicht. Nein, auf keinen Fall. Okay, das war's auch schon wieder für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.